Kreis Kleve, mehr als Niederrhein. Hilfe zur Pflege. Das Leben aktiv und unbeschwert bis ins hohe Alter genießen. Das ist der Wunsch aller Menschen. Die Altersstruktur unserer Gesellschaft verändert sich. Zunehmend wird es immer mehr ältere Menschen geben. Jeder sollte sein Leben selbst bestimmen und aktiv gestalten können. Und dies stets in der Mitte der Gesellschaft. Im Alter oder bei Pflegebedürftigkeit sind damit gleichzeitig aber auch Herausforderungen verbunden, die eine Hilfestellung erfordern können. Im Kreis Kleve gibt es eine hervorragende pflegerische Infrastruktur mit einem breit gefächerten Hilfsangebot, die das Leben in der eigenen Häuslichkeit ermöglicht. Lässt die persönliche Lebenssituation dies nicht mehr zu, stehen dann kreisweit ausreichend stationäre Pflegeeinrichtungen zur Auswahl. Manche Arbeiten, die in jungen Jahren leicht zu bewältigen waren, können im Alter oder bei Pflegebedürftigkeit zunehmend eine Belastung darstellen. Das kann schon mit der Wohnsituation beginnen. Damit dem eigenen Wohnumfeld alles so einfach geht wie zuvor, helfen oft schon kleine bauliche Veränderungen oder spezielle Hilfsmittel. Darüber hinaus bieten haushaltsnahe Dienstleister weitere notwendige Unterstützungen, die das selbstständige Leben in der eigenen Wohnung erleichtern. Es gilt der Grundsatz, mit eintretender Pflegebedürftigkeit soll jeder Mensch die Hilfe erhalten können, die er benötigt. Hier bieten zu Hause die ambulanten Pflegedienste, wahlweise mit haushaltsnahen Dienstleistern, im Kreis Kleve kompetente und umfassende Leistungen an. Zusätzlich erleichtern zum Beispiel Fahr-, Mahlzeit-, Hausnotruf-, Umzugs- oder Reparaturdienste den Alltag. Vorrangiges Ziel ist hierbei immer ein Verbleib im vertrauten häuslichen Umfeld und auch eine spürbare Entlastung pflegender Angehöriger. Wenn diese berufstätig oder auch aus anderen Gründen verhindert sind, bieten Tages- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen eine Entlastung. In den Tagespflegeeinrichtungen wird tagsüber eine umfassende Betreuung und Pflege sichergestellt. Darüber hinaus werden therapeutische Hilfen oder Trainingsmaßnahmen zur Alltags- und Altersbewältigung angeboten. Die Kurzzeitpflege bietet sich immer dann an, wenn die pflegenden Angehörigen selbst erkrankt sind oder einfach mal im Urlaub entspannen müssen. Damit stellen die haushaltsnahen Unterstützungsangebote, die ambulante Pflege sowie die Tages- und Kurzzeitpflege alleine oder in Kombination sicher, dass die betroffenen Menschen im privaten Umfeld leben können. In ihrem eigenen Zuhause und in familiärer und nachbarschaftlicher Gemeinschaft. Sollte trotz der guten vorpflegerischen und ambulanten Angebote ein Verbleib zu Hause auf Dauer nicht mehr möglich sein, sichern Seniorenwohneinrichtungen im Kreis Kleve eine qualifizierte Versorgung und runden das Leistungsspektrum der Hilfe zur Pflege ab. Tritt eine Hilfesituation ein, kommen viele Fragen auf. Welche Hilfen kann ich bekommen? Wer trägt die Kosten? Wie viel zahlt die gesetzliche Pflegeversicherung? Wo kann ich mich beraten lassen? Die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Kleve,
können sich einer umfassenden Beratung und Unterstützung sicher sein. Neben den Krankenkassen, Pflegekassen und Pflegedienstleistern sind auch die Kreisverwaltung Kleve und die kreisangehörigen Kommunen Ansprechpartner für Fragen zu den Themen rund ums Älterwerden sowie rund um die Pflege. Zur Kontaktaufnahme dient auch das Seniorentelefon des Kreises Kleve. Im Mittelpunkt der Leistungen der Kreisverwaltung Kleve stehen die Sorgen um und die Unterstützung von pflegebedürftigen Menschen in medizinisch-sozialen Belangen. Dort, wo die finanziellen Leistungen der Pflegeversicherung und eigenes Einkommen und Vermögen nicht ausreichen, um die Aufwendungen für die häusliche Pflege und den Heimaufenthalt sicherzustellen, wird auf Antrag ergänzende Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld durch den Kreis Kleve geleistet. Die Schaffung von bezahlbaren und barrierefreien Mietwohnungen ist ein Bestandteil der sozialen Wohnraumförderung. Hier berät der Kreis Kleve Investoren und fördert Baumaßnahmen durch zinsgünstige Darlehen. Auch der barrierefreie Umbau eines Eigenheims kann gefördert werden. Damit die Heimkosten sachgerecht und wirtschaftlich berechnet werden, verhandeln die Kreisverwaltung und die Pflegekassen mit den Einrichtungen einvernehmliche Pflegesätze. Die Heimaufsicht des Kreises Kleve überwacht durch regelmäßige oder anlassbezogene Begehungen die Seniorenwohnheime. Sowohl tagsüber als auch nachts, an Werktagen und an Wochenenden werden Heimbegehungen durchgeführt. Hieran sind auch das Gesundheitsamt und die Lebensmittelüberwachung beteiligt. In Zusammenarbeit mit den Einrichtungsbetreibern wird so sichergestellt, dass es den Menschen in den Heimen gut geht. Beabsichtigen Träger, eine Betreuungseinrichtung neu zu errichten bzw. vorhandene Einrichtungen zu sanieren, umzubauen oder zu erweitern, muss das Bauvorhaben bestimmten gesetzlichen Anforderungen entsprechen und mit dem Kreis Kleve abgestimmt sein. Neben den vielen Bereichen, in denen die Kreisverwaltung helfend und beratend den Menschen im Kreis Kleve zur Verfügung steht, sind die politischen Gremien ein unverzichtbarer Gestaltungsteil bei der Hilfe zur Pflege. Dazu gehört der Kreistag mit seinen Fachausschüssen, ebenso wie die kommunale Pflege- und Gesundheitskonferenz. Darüber hinaus leisten auch die Bürgerinnen und Bürger mit ihrem bürgerschaftlichen Engagement in den Pflegeeinrichtungen und Selbsthilfegruppen einen bedeutenden Beitrag. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, ein gutes und aktives Leben bis ins hohe Alter zu genießen, ist das, was jeder sich wünscht und anstrebt. Dennoch kann zum Beispiel durch eine schwere Krankheit oder aufgrund altersspezifischer Veränderungen Hilfe notwendig werden. Hierbei legen wir alle großen Wert auf eine möglichst lange Selbstständigkeit in der häuslichen Umgebung und in einem vertrauten nachbarschaftlichen Umfeld. Damit dies gelingen kann, übernehmen oftmals Angehörige einen Teil der Planung, aber auch der Betreuung und Versorgung. Neben dieser Unterstützung aus dem persönlichen Umfeld sollen zudem die vielfältigen Dienstleistungsangebote im Rahmen der Hilfe zur Pflege den betroffenen Menschen im Kreis Kleve eine individuelle Lebensgestaltung ermöglichen. Und dies bis ins hohe Alter. Kreis Kleve, mehr als Niederrhein. Hilfe zur Pflege.